Hallo, ich bin Jasmin von stempeldochmal.de und ich war am Wochenende in Mainz auf einem Demo-Treffen mit 550 Demos. Es war ein toller Tag. Und bei so Veranstaltungen wird immer geswappt, das heißt, man tauscht kleine gebastelte Objekte, wie zum Beispiel Karten und Verpackungen. Und ich möchte euch heute zeigen, was ich gemacht habe und was ich dafür bekommen habe. Das habe ich ja schon mal gemacht und das hat euch so gut gefallen und deswegen habe ich gedacht, zeige ich euch die jetzt auch, die Sachen, die von diesem Wochenende. Also ich habe hier so einen kleinen Umschlag gemacht in diesem Pergamentpapier mit einer Blüte oben drauf, das hatte ich auch noch in Pink. Dann habe ich das verschlossen hier mit Magneten und reingemacht habe ich Post-its, weil ihr wisst, kommt jetzt bald der neue Katalog und da kann man die gut gebrauchen für die Seiten, wo die tollen neuen Sachen drin sind. Ja, das habe ich 30 Mal gemacht und bekommen habe ich einmal von der Marion. Der Blog heißt Stempelpaula, also alles, was ich jetzt so Namen und so sehen kann, das sage ich euch natürlich dazu. Falls ihr irgendwie Fragen habt, zu den einzelnen Sachen könnt ihr euch auch gerne bei mir melden. Die Marion hat hier so einen Kellnerblock verpackt. Finde ich süß, das kann man immer gut gebrauchen. Dann geht es weiter mit der Sandy. Bauritza, ich hoffe, ich spreche deinen Namen aus, deinen Namen richtig aus. Die hat hier so ein Back in a Box gemacht. Gleich hier mit Liste, was man alles dafür braucht. Und da drin ist natürlich, sind natürlich meistens Süßigkeiten. Ich versuche sie ja immer nicht zu essen, aber klappt halt nicht immer so gut, ne? Dann haben wir hier von der Tanja von stempelfroschberlin.de. Wie kann es anders sein? Berliner Luft. Und sie hat mir versichert, sie hat mit dem Röhrchen einmal so gemacht und alle schön gefüllt mit Berliner Luft. Finde ich eine süße Idee. So, bleib schön stehen. Dann haben wir hier von der Renate aus Stempeln im Süden ein kleines Büchlein, was man noch bekleben kann oder beschreiben kann. Und hier drin, finde ich total süß, hat sie die das ganze Jahr auf so kleinen Kalenderblättern gemacht und auch schon Geburtstage eingetragen. Das finde ich super, Renate. Ich kann mir die ja immer so schlecht merken. Vorne steht noch liebe Grüße aus München. So, dann geht es weiter mit der Katja von Stempelpapier Co. Sie hat hier dieses Körbchen, diese Körbchenstanze genommen und hat sie halt nur einmal, also eine Hälfte davon verwendet und hier so ein flaches Körbchen gemacht. Und mit selbstgemachter Schokolade, also die werde ich essen, Katja, das kannst du dir, da kannst du dir sicher sein. Ich finde die Farben sehr schön, hinten ist noch geprägt, süße Idee. So, und dann, das ist von der Claudia. Claudia hat noch Toffifee, war es glaube ich, Toffifee-Likör und Marmelade gemacht. Das kann ich euch leider nicht mehr zeigen, das ist schon fast gegessen. Claudias Blog heißt Stamps and More, aber hier sind auch noch Süßigkeiten drin. Also ich sag's euch, der Toffifee-Likör, ne? Der war gut. Ich liebe diese Boxen. Einfach schön verzieren und man hat eine Kleinigkeit zum Mitbringen. Dann geht's weiter mit der Melanie von allerleistempelei.de. Sie hat hier zwei Sachen sogar gemacht. Das ist diese selbstverschließende kleine Verpackung. Und dann hat sie noch ein Häuschen. Ist das nicht süß? Mit dieser Pfeilstanze. Die geht jetzt, glaube ich, aus dem Programm raus. Hat sie hier dieses Häuschen ausgestanzt und dann eine kleine Verpackung daraus gemacht. Sehr süß. So, das waren sie, glaube ich. Jetzt geht es weiter mit den nicht aus meinem Team Demos. Hier haben wir gleich die Melanie Igelbrink. Die hat hier so eine kleine Stehverpackung gemacht. Und hier oben Mainz 2015. Das kann man mit diesem fetten Alphabetstempel wunderbar machen. Und hier drin sind M&Ms. Dann habe ich hier eine Taschentücherverpackung. Und wenn man hier in der Mitte zieht, dann sieht man, von wem es ist und was sie verwendet hat. Mandy Kailuweit. Gott, ich hoffe, ich spreche das alles auch richtig aus. Seifenschachtel.de.
Sehr süß mit den kleinen Mini-Taschentüchern. So, dann haben wir hier eine ganz kleine Verpackung. Eine süße Kleinigkeit für dich mit einer Mini-Banderole. Und drin, wie soll es anders sein, Schokolade. Also das versuche ich jetzt mal drauf zu machen, sonst geht mir das nachher noch kaputt. So. So, ach guck mal, dann habe ich jetzt beide gleich. Das, ich nehme mal an, dass das auch, also hier hat mir die Anja Luft das schon gesagt von lüftchen.de. Das ist so ein Project Life Kärtchen, die passen genau in diese Hüllen rein. Und ich nehme mal an, da das die gleiche Größe hat, ist das auch so gedacht. Von Sandra Zwack aus München. Süße Ideen, das einfach so für Project Life mal vorzubereiten. Weil da muss man halt immer die gekauften Sachen nehmen. So, dann haben wir hier von der Jennifer Pauli. Ich nehme mal an, es soll ein Lesezeichen sein. Mit Blümchen und Bling Bling. Sehr süß. Noch mehr Post-its, da hatte einer die gleiche Idee. Ich lasse es jetzt mal zu. Also hier sind Post-its drin. Ich will es jetzt nicht kaputt machen. Hier hinten steht noch drin von wem? Julia Feuser und Nadine Schneider. www.stempelwert.de. So. So, dann haben wir hier eine kleine Tasche von Vienas Teewelt, ja, auch mit Magnet und ein Tee drin, Kräutertee, sehr gut, da ist noch mehr drin, Sonnenblumenkerne mit Schokolade, das ist ja cool, habe ich ja noch nie gesehen, ja. Man bekommt halt nicht nur Bastelideen, sondern auch mal Süßigkeiten oder so, die man noch nie gesehen hat. Das fand ich auch eine sehr schöne Idee, weil wir waren halt in Mainz. Ne? Da sind die Mainzelmännchen natürlich hier. Von Carina Krieger mit Marzipan habe ich mir die richtige Sorte ausgesucht. So, das finde ich auch total süß. Das ist hier so eine Klammer, kann man hier abziehen. Und hier oben mit einem Herz, was noch dieses Crystal Effekt drauf hat. Michelle Duscher. Scrap Addiction.stampinup.net. Sehr schön. Dann einen kleinen Anhänger. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, aber da ist so eine kleine Tulpe drin von wie heißt es denn? Ihr habt ja Zeit, ne? Zarter Frühling von diesem Designerpapier mit den schönen bunten Blumen. Das ist von Steffi Rist. Dann geht's weiter mit einem kleinen Bonbon. Da ist ein Küsschen drin. Ich würde es jetzt nicht aufmachen. Von Sabrina Hoffmann. Stempel, Stanze und Co. Blogspot.de. Auch schön. Das ist, glaube ich, auch das gleiche Papier wie eben. So. Hier haben wir eine Handtasche. Ich hoffe, ich kriege das jetzt auf. Weil ich muss ja wissen, von wem es ist. Nein, es gibt nicht auf. Ich muss mal fest dran ziehen. So. Hier ist diese Handtaschenstanze. Ist schon leider ein bisschen verbogen. Mit von Lola Lorenz. www.go-karte.de. Und da drin sind Gummibärchen. So, das verpacke ich nachher wieder, sonst mache ich jetzt was kaputt. So, dann geht's weiter mit der Heike Fallwickel.
Die hat auch was Schönes gemacht. Die hat hier diese Folie bemalt, was so einen schönen Effekt gibt und auch noch mit Glitzer drauf. Gefällt mir super. So als kleines Kärtchen. Dann, hier ist was ganz Feines drin. Kleinerhase-stempelnase.com. Oh. Und zwar ein Ring. Ist der nicht schön? Aus diesem Ton, der jetzt auch den Katalog verlässt. Angemalt. Und dann auf so eine Rolle hier präsentiert. Finde ich eine super süße Idee. Der ist sogar verstellbar, das finde ich wunderbar. Dann passt der mir auch. Sehr süß. So, das mal wieder das Telefon, ne? Sonja Pelkner, die hat gemacht, auch wie so ein kleines Buch. Hier ist eine Tafel Schokolade drin. Auch süß. Ich rede jetzt einfach weiter, das wird schon aufhören zu klingeln. Da ist ja schon Ende. So, und das hier ist von Petra Will, rollimaus-kartenwelt.blogspot.de. Da ist drin ein KitKat. Blau ist auch schön. Finde ich sehr schön, aber irgendwie verwende ich meistens Mädchenfarben. Warum auch immer, aber gefällt mir gut. Ich krieg's nicht dran, ich mach's nachher. So, dann haben wir hier so eine... Oh, ich bin so oft aus dem Bild. Sag doch mal einer was. Hier so eine Klappkarte. Die ist von der Irene Wendland. Irenesbastelzimmer.de. Mit diesem schönen Traudig-Papier, was uns leider auch verlässt. So, hier haben wir meine Stempelmama, die Steffi Nitzporn. Nein, hier Steffi, du musst deinen Stempel ändern. Helmschrott natürlich. Mit Mutti-Spucke. Ist das nicht geil? Hier so Üz-Üz und Üz-Üz. Ne, dafür gibt es jetzt Mutti-Spucke. Finde ich cool. So, und hier haben wir die süßen Schälchen, die uns auch verlassen. Von Dragica Wassermann. Nein, das ist bestimmt falsch ausgesprochen. Ja, wie so ein kleiner Hut oder Osternest. Sehr süß. Hier wieder eine kleine Hinstellverpackung. Kann man auch gut als so auf den Tisch als Namensschild nehmen. Da drin ist ein Schokoherz und das Ganze ist von Sandra Nusser. Steht kein Block dabei. So, dann haben wir hier eine kleine Verpackung für dich. Auch schöne Farben. Da drin ist Tee. Von Jenny Julius. Könnte man natürlich noch erweitern, wenn man noch mehr verschenken will. Dann macht man noch ein paar Fächer mehr. Finde ich sehr cool. Und dann, das hat mir besonders gut gefallen, weil die Farben hier so schön knallig sind. Und ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Da ist noch so ein bisschen Schimmer drauf. Das ist auch ein Lesezeichen von Kerstin Schleich. Stoff und Stempel.blogspot.de. Die letzte Seite ist nochmal geprägt. So, dann haben wir hier wieder so kleine Klammern, die alle verziert sind. Von Johanna Stube. www.glitzerwunderland.de. Auch sehr süß. So, und hier hat mein Sohn schon gegessen. Hier ist, das ist von der Tina Deininger. Da waren, ich glaube, ein Hanuta drin. Und hier oben total schön so ein Filzblümchen. Sie meinte, das kann man vielleicht an die Schere oder so machen. Da
damit man weiß, dass es deine ist, wenn man mal auf dem Bastelabend oder so ist. Und das letzte ist nochmal eine Verpackung, die ich auch total schön finde. Da ist nämlich ein Armband drin. Ich habe schon gespingst. Hier noch mit so einer Einlage, sehr schön gemacht. Hier mit dem Band und diesem, ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, dieser Blume hier. Das ist von Heike Fass, www.borntostamp.com. Ja, meine Kiste ist leer. Nein! Das Größte habe ich übersehen. Von der lieben Jeanette Egemann. Die hatte sogar ein kleines persönliches Geschenk für mich. Vielen Dank nochmal, finde ich sehr süß. Ich zeige es euch mal gerade. Wenn ich es denn jetzt aufkriege. Und zwar ist da drin Genie in der Dose. Das fand ich total cool. Da ist so eine kleine Puppe drin und da steht drauf für langhaltenden Erfolg, Kraft, Energie, Charisma, Entscheidungsfreudigkeit, Durchsetzungsvermögen und Diplomatie. Also kann man alles gebrauchen, oder? Finde ich total süß. Und dann war noch eine Karte dabei im gleichen Stil, alles schön in zarten Farben bestempelt, wie auch die Verpackung. Ja, aber ich glaube, das war's jetzt. War ja auch reichlich, finde ich. Ich hole es nochmal wieder. Also wenn ihr irgendwie Fragen habt, irgendwas wissen wollt, wie irgendwas gemacht wurde oder was verwendet wurde oder wie auch immer, dann meldet euch bei mir. So. Ach, guck mal. Stanzen fliegen hier auch noch rum. Ja. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ihr konntet mein Gerede ertragen. Und ja, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.